Hi, ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Lass mich dir in diesem Video zeigen, wie du deinen Utilion 720 Vaporizer sauber und instand hältst, um stets eine gleichbleibende Dampfqualität sicherzustellen. Du benötigst folgende Materialien: eine mit 40% Wasser verdünnte Zeus Purify Reinigungslösung, frisches Wasser, Papiertücher, Zeus Grime Sticks, Zeus Pfeifenreiniger und die mitgelieferte Reinigungsbürste. Der Utilion 720 ist super einfach zu reinigen. Am wichtigsten sind die Heizkammer, der magnetische Deckel und das Mundstück. Um die Heizkammer zu reinigen, brich das markierte Ende eines Zeus Grime Sticks ab, lass den im Stick enthaltenen Alkohol in die Kammer träufeln und wische das Innere gründlich damit aus. Schalte deinen Vaporizer nach einer Minute ein und lass ihn ein paar Mal auf höchster Stufe durchlaufen. Nimm das Mundstück und den Filter und weiche beides ca. 20 Minuten in der Zeus Purify Reinigungslösung ein. Nimm dann einen weiteren Grime Stick und entferne damit jegliche Ölrückstände aus den Leitungen. Spüle alle Teile anschließend aus und trockne sie ab. Du solltest die Zeus Purify Reinigungslösung danach nicht wegkippen, du kannst sie wiederverwenden. Eine monatliche Erneuerung reicht in der Regel vollkommen aus. Ich empfehle, nach jeder Nutzung den Heizkörper mit der Reinigungsbürste auszuwischen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Dadurch sicherst du eine lange Lebensdauer deines Utilion 720. Außerdem empfehlen wir, je nach Nutzungsgrad die Filter monatlich zu wechseln. Das war's. Ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem Utilion 720 Vaporizer.